Hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen neuen Projekt auf dem Chaosdocker Channel. Und ich will euch in diesem, ja, Let's Play kann man fast sagen, mal ein bisschen mitnehmen hier zu Sky Factory. Deswegen viel Spaß! So, willkommen hier zu Sky Factory. Ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt. Ich will hier ein bisschen Sky Factory spielen, nehmen das Ganze für euch auf, damit ihr es euch auf YouTube anschauen könnt. Also genau jetzt und hier. Und ja, hier haben wir die Welt, die ich in meinem Livestream spiele. Die benutzen wir jetzt aber nicht. Wir nehmen eine neue Welt. Nennen die Let's Play. Weitere Weltoptionen. Wir machen die Cheats an, weil ich weiß, dass einige Mods ein bisschen rumspacken. Und ich werde natürlich die Cheats nicht benutzen, solange es nicht unbedingt notwendig ist, sagen wir es mal so. So, wir erstellen uns die Welt. Und ich nehme mal sehr stark an, ich weiß, wie die Welt aufgebaut sein wird. So, ich weiß noch nicht, in was für eine Länge ich die Folge schneiden werde. Es kann sein, dass ich die auf 15 Minuten schneide, manche können auch 20 Minuten sein. Alles mehr wie 20 Minuten ist natürlich Luxus. Ich bedenke das zu beachten. Und wer sich mit Sky Factory noch überhaupt nicht auskennt, kein Thema. Jeder hat mal kleiner angefangen. So, warte. Einmal du weg. Dann... The Nugget. Macht der irgendwas? Nö. Weg mit. Du bleibst. Questbook, eine Fackel. Gut, fangen wir an. So, ich habe jetzt schon ein paar Tage lang Minecraft nicht mehr angehabt, deswegen nicht wundern, wenn es nicht sofort klappt. Brauchen wir jetzt nochmal zwei Holzstämme. Also ich habe übrigens Sky Factory so gelassen, wie es vom Entwickler gemacht wurde. Ich habe keine zusätzlichen Mods eingefügt. So, bevor wir da jetzt irgendwas machen, machen wir erstmal die Plattform größer. So, es gibt ein paar gute Neuerungen am Sky Factory 3. Es gibt aber auch ein paar, naja, fragwürdige Neuerungen bei Sky Factory 3.
So, ich habe mir die Ord Dictionary Taste auf eine Maustaste gelegt, dass ich nicht beim Sneaken aus Versehen, wie schon öfters mal passiert, mir die Plattform abbaue. Kann ich mal so langsam, als ich ja anfange, mir zu überlegen, wo ich eigentlich den Wohnbereich haben möchte. So, ich werde zwischendurch übrigens auch ab und zu mal so spielen, ohne Aufnahme, damit ihr nicht die ganze Zeit mein 7 sehen müsst. Weil das kann mit der Zeit dann doch etwas ermüdend werden, wenn man einem die ganze Zeit nur beim 7 zugucken muss. Außer natürlich, es wird in die Kommentare geschrieben, dass ich 7 mit aufnehmen soll. Dann werde ich das natürlich tun. Hoffnung, dass wir ein bisschen was an Pflanzen und an Materialien bekommen.
wo dann einfach nur die Barrels reinkommen. So, dadurch, dass ich jetzt mit Stufen gearbeitet habe, auf Englisch Half-Slabs, spawnen hier auch keine Monster. Seite noch ein bisschen rausgehe, also hier in diese Richtung. Das muss ich mir noch überlegen. Da wir mehr als genug Silkworms haben, brauche ich da auch nicht geizig sein mit den Silkworms. Dann bauen wir uns hier das Holz ab. Ich muss als nächstes die Plattform in diese Richtung ein bisschen ausweiten, damit ich dann hier einen 4x4 Block Erde hinsetzen kann. Ich weiß, viele machen das so, dass wenn sie Sky Factory spielen, dass die, dass man dann... Warte mal.
Viele machen das so, dass wenn sie Sky Factory spielen, dass sie dann hier zwischen Platz haben. Aber ich bin mittlerweile dazu übergegangen, das Ganze so zu machen, dass ich ein Viererblock Erde setze, vier Bäume drauf. Damit kannst du A, wesentlich schneller Laub farmen, B, kannst du wesentlich schneller Setzlinge farmen, C, kannst du wesentlich schneller Holz farmen. Mit ein bisschen Glück, wenn du Eiche hast, kannst du sogar noch ein bisschen extra Holz bekommen, sage ich jetzt mal, wenn zum Beispiel so ein mutierter Riesenbaum rauskommt. Man sollte nicht wie ich den Fehler machen und sollte am Anfang zu groß bauen. Gerade solange man noch keine regelmäßige Nahrungsquelle hat, ist das ständige Hin- und Herrennen dann doch schon irgendwo ein bisschen nervig. Lassen wir den Baum mal wieder wachsen. So, und ich sehe gerade, die erste Folge ist jetzt bei 20 Minuten. Ja, was haben wir in den 20 Minuten geschafft? Wir haben es geschafft und haben uns schon mal eine kleine Farm. Holzfarm und Erdefarm gebaut. Was schon mal nicht schlecht ist. Die Plattform hat schon eine recht ordentliche Größe dafür, dass das Ganze erst 20 Minuten alt ist. Ja, wem es gefallen hat, da würde ich natürlich um einen Daumen hoch oder auch Daumen runter, bitte mit konstruktiver Kritik. Ja, da würde ich mich auf jeden Fall bei jedem, der das macht, bedanken. Schnappt euch ein Abo, es kostet nichts, tut auch nicht weh. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bye bye und tschüss.